Ja, ist vielleicht ein bisschen schief, aber es ist ja nicht so schlimm, muss ich mal zurück. Ja. Ich muss dann nur gleich die Kamera festhalten, wenn der Dude unser Wasser bringt, nicht, dass die davon abstürzt. Ja, ich glaube, er denkt sich jetzt eh so, wir sind behindert, weil er schaut gerade nämlich. Ja, und ich glaube, er kommt jetzt auch gerade raus. Aber nicht zu uns. Unangenehm. Bleibt einfach ganz kurz. Ja, okay, okay, wir fangen jetzt mal an. Also, jetzt, ist jetzt okay, kommt ja, jetzt halt die jetzt wird arg unangenehm. Heilige. Einmal das in vieles Wasser. Ja. Danke. Geil, unangenehm. Ich hab das jetzt gar nicht richtig gemerkt. Ich auch nicht. Das hat einfach so direkt vor die Lippen gestellt. Mir egal. Ja, okay, jetzt kann ich Xenia mal sagen, wie sie das Wasser findet. Ja, ich finde das immer lecker. Eigentlich auch mal still. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Jetzt hast du mir nicht in die Augen geschaut. Hallo Leute und welcome zu einem neuen Vlog. Ich habe mich jetzt spontan entschieden, zu vloggen. Ich fahre nämlich heute zu Maren, habe ich auch in meinem alten Vlog gerade am Ende gesagt. Aber für die, die den vielleicht nicht gesehen haben, ich fahre heute nach Stuttgart Maren besuchen. Und oh, ich hoffe so, meine Haare sehen gut aus, ne? Ich habe die heute Morgen noch schnell geflochten, weil ich wollte sie nicht glätten. Habe ich auch schon im alten, also im Vlog von davor erzählt. Ich wollte die nicht glätten, weil die so kaputt gehen. Ja, sehen scheiße aus. Naja. Vielleicht kenne ich die doch noch einfach schnell. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich vlogge doch. Weil ich war mir noch nicht sicher, ob ich vlogge, aber ich habe jetzt doch Bock. Und genau, mal schauen, was wir machen. Aber auf jeden Fall mache ich mich jetzt gleich erstmal los zum Bahnhof. Ich bin jetzt unzufrieden mit meinen Haaren. Das ist doch wirklich scheiße. Ich habe zurzeit so ein Haarpain. Weil ich mag sie, wie sehe ich denn aus, bitte, wenn ich die nicht glätte? Das kann ich ja nicht machen. Außerdem auf der Seite sind sie eh fast glatt, trotzdem gefühlt. Ich hätte die vielleicht auch über Nacht flechten sollen. Und auf der Seite, was ist das hier oben? Ja, und gewellt sind sie eigentlich gar nicht, würde ich mal sagen. Ich glaube, dann mache ich es jetzt so. Ich glätte die jetzt einfach. Weil das sieht ja wirklich seltsam auf der Seite aus, dieser halbe Knick, aber auch nichts Ganzes. Aber dann versuche ich es auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich sie gewaschen habe, nach dem Waschen halt, wenn ich sie geföhnt habe, über Nacht zu flechten und die dann mal nicht geglättet zu tragen, dass meine Haare sich auch mal ein bisschen entspannen können. Aber dieses eine Mal mehr glätten, ich glaube, das macht es jetzt auch nicht aus. Deswegen machen wir das einfach mal. That's my fit. Und ich liebe diesen Spiegel so sehr. Ich bin ein bisschen spät dran, deswegen muss ich ein bisschen beeilen. Für mich ist das voll die Low-Waist-Hose, aber es ist eigentlich eine Mid-Waist-Hose. Die habe ich mir neu bei Zara geholt. Und ich bin so gespannt, ob ich mich wohlfühlen werde, weil, keine Ahnung, für mich ist das ganz schön viel bauchfrei, aber es geht ja eigentlich. Genau, Haare habe ich jetzt geglättet. Und ich finde es so witzig, ne? Früher, wenn man so bei Freunden übernachtet hat, hatte man vielleicht so eine Tasche dabei oder so. Und ich heute. Halt in der Tasche ist aber auch nicht so viel drin. Mein Laptop für die Hausarbeit, also ich will im Zug Hausarbeit schreiben. Geldbeutel, Wasser, Deo, Handy und Kopfhörer, mehr ist eigentlich nicht drin. Und halt hier meine ganzen Übernachtungssachen, so Schlafanzug, meine ganzen Schminkzeugs und so, wie nennt man das, Kulturbeutel und sowas alles. Ja, deswegen habe ich jetzt heute zwei Taschen. Ich muss mal schauen, ich glaube, ich trage die einfach so ungefähr. Das war gerade so ein Struggle. Oder ich tue die dann einfach noch auf die andere Seite. Ja, für eine Übernachtung. Ich muss jetzt auf jeden Fall los. Ich hoffe, wie immer, ich habe nichts verloren. Ich liebe diesen Spiegel. Ich werde morgen wieder da sein, lieber Spiegel. Und let's go. Ich freue mich. Und heute, also ich habe gute Laune, weil ich mal was Cooles vorhabe. Und es scheint die Sonne und es wird warm. Ich habe für morgen noch eine kurze Hose dabei. Und es wird nice. Bevor das Video jetzt weitergeht, wollte ich euch noch Casetify vorstellen. Und zwar habt ihr ja vielleicht schon gesehen, dass ich schon jetzt länger diese Handyhülle mit den Herzen dran habe. Und die ist, habt ihr vielleicht auch schon gelesen, von Casetify. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Hülle. Ich finde, die sieht so cute aus. Und vor allem bei Casetify, die Hüllen haben halt am Rand so größere Bumper. Und dadurch ist euer Handy einfach mega gut geschützt. Ich weiß nicht, ob ihr mein Handy-Struggle mitbekommen habt, aber mein Handy war jetzt schon dreimal kaputt und ich habe das seit Oktober.
Und die Casey-Fallhöhen habe ich jetzt ungefähr, würde ich sagen, 2 Monate. Kann aber auch ein bisschen länger oder kürzer sein, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und auf jeden Fall, mein Handy fällt mir 1000 Mal am Tag runter. Wirklich, es fällt mir ständig runter, weil ich ein bisschen ein kleiner Tollpatsch bin. Und mit Casey-Fall, ihr seht, es ist nicht kaputt. Es ist alles noch ganz geblieben. Und das finde ich einfach mega gut, weil eine Handy-Reparatur kostet 100 Euro. Und dann kaufe ich mir lieber eine Handyhülle, auch wenn sie ein bisschen teurer ist, die dann aber auch mein Handy schützt, anstatt ständig mein Handy reparieren zu lassen. Und wenn ihr bei Casey-Fall bestellt, wird das in so einer richtig schönen Verpackung euch zugeschickt. Ich habe mir auch noch 2 andere Handyhüllen rausgesucht. Die finde ich auch super, super schön. Die sind ein bisschen schlichter als jetzt die mit den Herzen. Aber zurzeit Sommer, ich fühle diesen bunten Mut noch komplett. Aber dann so für Herbst, Winter, beziehungsweise das wohl eher für Frühling. Aber das finde ich auch voll süß. So im Herbst habe ich mir auch noch ein paar schlichtere Handyhüllen rausgesucht. Und Casey-Fall hat aber auch neben Handyhüllen auch noch für MacBooks oder iPads Hüllen. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Da gibt es auch noch andere Hüllen. Nicht nur für Handys. Ich habe jetzt leider weder ein MacBook noch ein iPad. Deswegen habe ich nur Handyhüllen mehr ausgesucht. Aber die haben auch richtig, richtig schöne Hüllen eben für andere Geräte. Und was ich bei Casey-Fall auch mega schön finde, ist, dass ihr eure Handyhüllen oder generell eure Hüllen personalisieren könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel euren Namen draufschreiben oder auch irgendwas anderes. Irgendwie euer Lebensmotto oder irgendwas, was ihr gerne auf eurer Handyhülle stehen haben wollt oder auf euren Hüllen generell. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig schön und da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt das vertikal, horizontal schreiben, ihr könnt die Farbe aussuchen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und das finde ich einfach mega schön, dass man auch noch so ein bisschen seine Kreativität oder seinen eigenen Touch in seine Hüllen mit einbringen kann. Ich kann euch die Hüllen von Casey-Fall also auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem, ich finde das einfach so nice, wenn ihr so ein Spiegel-Selfie macht. Habt ihr vielleicht bei mir auf Insta schon öfter gesehen. Dann sieht es einfach so fancy aus, weil euer Handy nicht so basic ist, sondern irgendwie so cool. Und ich weiß nicht, ich finde auch dieses Design mit dem Casey-Fall um der Kamera sieht einfach cool aus. Dann habt ihr eine Hülle, die euch gefällt, die cool aussieht und die euer Handy perfekt schützt. Also wirklich Win-Win-Situation. Und falls ihr bei Casey-Fall auch mal was bestellen wollt, dann kann ich euch noch meinen Code einblenden. Der heißt Xenia15 und mit dem könnt ihr 15% auf der gesamten Seite von Casey-Fall sparen. Hallo! Maren, ich präsentiere euch wieder Marens Fahrstil. Habe ich ja schon mal im letzten Vlog. Ich bin schon ein bisschen länger da. Wir haben gerade drüber geredet, dass ich hätte alles vloggen können, dass es ein super Vlog geworden wäre. Habe ich aber nicht gemacht. Aber ich erzähle euch ein bisschen was nach. Und die Aufnahmen von der Drohne, die kann ich euch einblenden. Ja, immerhin. Sehr schön. Die sind echt so geil. Das ist wirklich so cool. Also mega nice, wenn ich irgendwann mal Geld habe. Weiß nicht, was ich mir kaufe und ein Auto. Back it up, retrograde like Mercury. Do your little dance in an apple bottom jeans, but they out of season. If you got a man, why you text me on the weekend? Yeah, yeah. Praying to the pussy, give me something to believe in. Play this for my fam, they gon' say that I need Jesus. Turn up with my demons, it's already too late. Bisschen Verspätung angekommen. Oh mein Gott, ich hatte so viel verspätet. Also ich weiß nicht, ob es viel ist, aber schon 3/4 Stunde, oder? 50 Minuten. 50 Minuten. Ja. War ich letztes Mal in meinem Stuttgart-Vlog, als ich mit dem Flixtrain gefahren bin, den so gelobt habe, war jetzt natürlich Verspätung. Also Jinx. Wenn du jetzt auch ein Kind bekommst, dann liegt es auch so dran, dass du vorhin gesagt Gott, hast. Oh mein Gott, ja. Oh, ich heule, ich heule, ich heule. Ah, wir reden einfach nicht drüber, dann wird alles gut gehen. Genau. Und dann müsst ihr bei Maren auf ihrem Insta vorbeischauen, weil sie hat ein Rezept gemacht und ich habe es probiert und es war so lecker, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich werde das direkt zu Hause nachmachen. Also das war wirklich so, nee, das war wirklich geil. Also das war wirklich mega nice. Das habe ich probiert, da hätte ich euch einen Taste-Test filmen können, aber wie gesagt, habe ich nicht gemacht. Jetzt sind sie schon weg. Aber gut, jetzt sind sie weg. Was soll man sagen? Werdet ihr auf ihrem Insta sehen, ne? Und ja, jetzt war ich noch kurz bei Penny, haben veganen Thunfisch gesucht, haben wir nicht gefunden, haben aber dafür den ganzen restlichen Penny leer gekauft. Und es ist richtig geiles Wetter, wir haben so Glück, weil es nur geregnet hat. Ja, die letzten Tage. Ey, das war wirklich so schlimm. Jetzt seht ihr, wie, okay, ich wollte gerade sagen, ich rückwärts einpacke, ich werde nicht rückwärts einpacken. Nee, ist groß genug. Genau, und dann wollen wir noch ein Video für Maren heute drehen. Für den Vlog drehen wir morgen noch ein bisschen was weiter.
Im Klaus. Da sind wir ja dann wieder. Ich kann mich noch erinnern, wie du das letzte Mal so richtig ästhetisch deine Peanut Butter da drauf geknallt hast. Das sah scheiße aus, oder? Ja. Ja, wer hätte es gedacht? Naja! Ich glaube, es geht. Crazy, danke. Yes, wir sind gerade, also wir haben uns den Sonnenuntergang ein bisschen angeschaut, waren noch ein bisschen spazieren. Yannick ist eigentlich auch da, aber der hat, glaube ich, einen normalen Weg genommen. Wir sind hier nämlich gerade irgendwo. Und ich muss sehr auf den Boden achten, weil ich glaube, man kann hier sehr leicht stolpern. Ich glaube es mal. Ich möchte es nicht mitbekommen. Genau, ausprobieren war das Wort. Let's see the trap. Okay, wir haben hoffentlich das Ende gefunden. Komm wieder nach Hause. Boah, links, oder? Ja, würde ich auch vom Gefühl her sagen. Let's see, ob ich mich in... Ja, ist so, anstatt dem Weg. Du kannst auch dem Weg leuchten. Naja. Ja, stimmt. Mitten toll. Bin mal gespannt, ob ich mich in einer Stunde nochmal melde und sage, wir finden nicht mehr den Weg zurück. Okay, wir haben immerhin einen Steinweg. Sieht irgendwie gruselig aus mit dem Licht von unten so. Wir haben the next day und wir sind gerade bei Klaus. Und waren wir schon mal? Genau, da waren wir letztes Mal auch. Wir haben uns was bestellt. Wir warten jetzt noch und drehen noch schnell ein bisschen was. Ich habe nämlich überlegt, dass Maren und ich noch ein bisschen über unsere Do's und Don'ts zum Thema Ernährung reden. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Do's an. Du kannst gerne deinen ersten Punkt. Ach, danke. Ja, gerne. Weil ich hier so confident bin, wenn andere Leute hinter uns stehen und beobachten. Ja. Also, so ein Du von mir ist auf jeden Fall, dass ich langsam esse, weil bei mir ist vor allem so, seit ich so Probleme mit meinem Magen habe, habe ich wirklich gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Luft im Bauch habe, seit ich mich so auf mein Essen konzentriere, kein Handy in der Hand habe während dem Essen, nix in ja, und einfach langsam esse. Also wenn wir, wenn Yannick und ich zusammen essen, dann legen wir auch die Handys immer weg. Also es ist schon so, dass wir immer schauen, dass keiner am Handy ist während der Zeit. Das ist voll gut. Ja. Also ich esse von alleine schon ziemlich langsam immer, habe ich das Gefühl. Also ich bin gefühlt immer langsamer als die anderen. Ja. Aber ich schaue ja, wenn ich alleine esse, immer YouTube oder so. Und voll oft bin ich dann, obwohl ich YouTube schaue, noch parallel am Handy. Also ich bin wirklich da kein gutes Vorbild. Aber das kann ich gar nicht, weil ich mich dann so gar nicht auf Essen konzentriere. Und jetzt komme ich schon fast zum nächsten Punkt. Aber mir ist halt auch voll wichtig, dass ich so drauf achte, dass ich halt so, weiß ich nicht, so viel esse, wie ich halt essen will. Ja. Und dass man halt auch merkt, wenn man satt ist. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Du, da könnt ihr euch ein Beispiel an Maren nehmen. Ich an mir. Weil ich wirklich immer so Ablenkung hoch 100. Genau. Mein erstes Du ist gleich so ein Big Thing. Intuitiv essen, aber balanced, also trotzdem wissen, was einem gut tut, was dem Körper gut tut, aber das schließt eigentlich auch schon das andere mit ein, dass man sich halt trotzdem nichts verbietet, aber halt einfach eine gute Balance findet. Ja. Ich finde voll oft, wenn du aus einer Essstörung kommst, ist so das Ding, wenn du dann so öfter dich gesund ernährst, dann kommt immer so ein Hate. Das ist richtig gestört. Das ist gar nicht normal. Voll. Zum Beispiel, als wir in Barcelona waren, haben wir halt auch so, wir lieben es halt einfach so mittags, wenn es so warm ist, einfach so süße Bowls zu essen. Ja. Und wir waren so oft Acai Bowl essen und dann kam auch so unter dem Video so, hä, ihr seid in Barcelona, warum esst ihr dort jetzt immer so healthy stuff? Wo ich mir so denke, und dann so, ja, das ist doch nicht Recovery, wo ich so denke, bloß weil ich recover, ist es doch nicht gleich dann was, wo man sagen muss, du darfst nur noch ungesund essen. Genau, so, ich darf doch das essen, was mir gut schmeckt. So. Das ist wirklich traurig, aber das liegt, glaube ich, auch an den Leuten, die das schreiben, dass die einfach noch nicht recovered sind und sich das da nicht vorstellen können, dass man jetzt Bock hat auf was Frisches. Safe. Das liegt meistens dann daran, aber mir ist auch sehr wichtig. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin, aber gut. Intuitiv essen habe ich auch, das bin ich jetzt eigentlich schon damit einhergegangen, dass ich halt gesagt habe, so, dass ich es voll wichtig finde, dass man sich aufs Essen konzentriert. Und dann, was bei mir auch so ein Du ist, dass ich das Essen nicht vom Sport abhängig mache oder von meiner Bewegung. Ja, stimmt. Weil ich finde, das ist so eine Sache, das war bei mir richtig lange so, dass ich konnte nur essen, wenn ich aktiv viel Sport gemacht habe und wenn ich selbst irgendwie immer mich bewegt. Ich muss mich immer bewegen, so dafür, so dass ich dann dass man was essen darf. Und das ist voll wichtig, dass man davon wegkommt, weil letztendlich dein Körper, zum Beispiel, wenn man krank ist und sich nicht viel bewegt, braucht der Körper trotzdem mehr, einfach um gesund zu werden. Und halt auch so, wenn man einen Tag sich weniger bewegt und trotzdem genau gleich viel isst wie sonst, dann ist nimmst ja kein Unterschied. Ja, also man und ist dann nicht gleich. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Er irritiert uns immer so. Ja, das irritiert mich schon immer so. Okay. Ja. Und ich glaube, ein
eins von unseren Do's, die wir beide haben, ist halt, dass wir auf Protein achten. Ja, haben wir auch schon. Genau, das ist nämlich auch so ein Ding, finde ich. Da wird dann auch schnell, wenn man so Proteinshake oder so benutzt, wird dann auch schnell so unterstellt, dass es noch essgestört ist. Ja. Das ist ja genauso wie mit dem, wenn man was Gesundes isst. Das ist halt einfach, ich finde auch immer so, wenn keiner nach deiner Meinung fragt, dann sei einfach leise. Voll. Und warum sollte man nicht auf seine Ernährung achten dürfen, nur weil man mal eine Essstörung hat? Ja, und das war so lustig bei mir, als ich in Barcelona war, hat wirklich jemand so geschrieben, ja, das ist richtig gestört und ich bin so ein schlechtes Vorbild, wenn ich sowas vorlebe. Ich denke mir so, ich kann es auch gerne jeden Tag nur noch Pizza und Burger essen ist und dann so. Und irgendwann dann einfach dick werden und dann mir einfach sagen. Ja, vor allem, ganz ehrlich, wenn man voll viel Fastfood nur zeigt, es gibt ja immer Leute, die haten. Dann kommen welche und sagen, ich glaube, wir müssen die mal ein bisschen hinstellen, dass die das denn. Ja, das ist schlau, Maren, du bist gut. Super. Ich stell dich ein. Ja. Eingetütet ist sie in die Maus. Ich nehme dich mit. Okay, ich würde sagen, hast du noch ein Du? Weil ich glaube, ich habe sonst gar kein Du mehr so richtig. Nee. Ich habe mein Handy auch. Dann können wir auch eigentlich schon mit den Don'ts weitermachen. Magst du wieder anfangen? Ja, klar, gerne. Also Don't ist bei mir auf jeden Fall, dass man extrem viel Alkohol, dass ich halt nicht extrem viel Alkohol trinke, so, dass wenn ich Alkohol mal trinke, in Maß uns auch bewusst mache. Ja, ich finde, Alkohol ist bei mir auch so ein Ding. Ich bin nicht so der Genussalkoholmensch. Ja. Also, dass ich mir so denke, ich trinke so abends zum Abendessen noch so einen Wein dazu. Das mag ich irgendwie. Also, da trinke ich immer eine Cola oder so. Ja. Weiß nicht. Und wenn ich halt Alkohol trinke, dann auch nur so bei Feiern oder so. Aber dann manchmal auch ein bisschen mehr. Ja, also, auch das ist halt bei mir so, dass ich halt auch sage, so, ich will nicht so out of control sein und auch noch wissen, was ich tue. Ja, also, das auf jeden ist so Fall. Ganz wichtig. Ich glaube, da bin ich jetzt auch wirklich ein bisschen abgeschreckt. Genau, ich habe bei Don'ts, wenn man sich bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen verbietet, weil man denkt, die sind schlecht für einen, weil da jetzt, keine Ahnung, Zucker oder sowas drin ist. Das ist halt super unnötig, weil das ja einfach wieder die Balance. Ja. Also wenn man jetzt einem irgendwie ein bisschen was mit verarbeitet und Zucker und dies und das integriert, das ist ja nicht gleich ungesund für einen. Nee. Ich finde, der Mindset ist ungesund, aber nicht, dass jemand... Ja, voll. Dann bei Don't habe ich, dass man immer das Gefühl hat, aufessen zu müssen. Also immer dieses, das ist jetzt meine Portion so und das muss ich jetzt alles essen. Und das sagt auch meine Therapeutin immer so. Du musst nicht immer alles aufessen. Ich muss sagen, das habe ich ein bisschen wirklich. Ja, ich esse eigentlich auch immer alles auf. Wenn ich irgendwie nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr kann, dann ist Janik immer so, ja, ich esse das jetzt noch, weil er das nicht so übrig lassen will. Das bin ich auch voll oft. Also das fällt mir richtig schwer, so, keine Ahnung, wenn irgendjemand was übrig lässt, dann bin ich auch so, ach, komm, jetzt bevor wir so Mini-Rest übrig lassen, esse das halt mal kurz auf. Ja. Aber ist auf jeden Fall eigentlich echt. Das ist so eigentlich gut. Voll wichtig, dass ich da so drauf höre, was man will. Und keine Ahnung, das ist halt auch so. Ich denke mir dann immer so, wenn ich jetzt gerade keine Lust mehr drauf habe oder keinen Hunger mehr habe, so, dann reicht es ja auch. Ja. Ich hatte noch, wenn man Food-Fokus hat als Don't, weil das einfach ein Zeichen dafür ist, dass man das halt ist viel, was ich richtig glaube. Ja, genau. Und das halt auf jeden Fall, da sollte man drauf achten. Ich finde es auch so krass, weil ich hatte schon richtig lange Food-Fokus. Ja, und das ist einfach so belastend. Wirklich. Das wenn du so den ganzen Tag nichts anderes mehr hast. Ja, wenn du überlegst, was könnte ich denn dann noch heute zum Mittagessen, was kann ich noch einen Snack essen, oder wollte ich lieber das oder das oder das. Oder so vorher schon die Karte studiert hast, was esse ich heute? Ist so, so für in einer Woche, dann kann ich ja in einer Woche, wenn wir da und da hingehen, dann vielleicht das essen. Das ist wirklich anstrengend. Also, belastende Situation. Sehr. Ich habe dann noch tatsächlich Don't noch zu streng zu sich selbst sein, es soll kein psychischer Stress sein, so, weil, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast mit der Balance, es ist alles okay, solange es eine Balance ist. Ja. Es ist jetzt auch nicht gut, wenn du jeden Tag 4 Kilo Karotten isst. So. Ja, voll. Ich glaube, damit man orange. Ja, das habe ich, weil ich sehr lange Zeit sehr viel Karotten gegessen habe. Guck mal. Ja, schon ein bisschen. Bisschen? Ich habe es nicht ausgedrückt. Ja, ich habe... Guck mal von der anderen Seite meine Hände an. Aber du bist halt auch braun. Aber doch nicht in der Innenseite meiner Hand. Denkst du, ich habe mich jetzt so gesonnen? Ich habe bei Don'ts noch Kalorien Gramm genau zählen. Ja. Also wenn man wirklich alles aufs Gramm abbiegen muss, weil man sonst nicht essen kann, das ist halt einfach dann ein Zwang. Und vor allem... Vor allem halt auch für die meisten einfach absolut nicht notwendig. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bodybuilder bist dann auf die Bühne, dann ist es was anderes. Aber für die meisten muss man, also es ist einfach unnötig, Kalorien aus Gramm genau zu zählen. Und was mir gerade noch eingefallen ist, eine Sache bei Don't, dass man so krass auf, ich kann nicht mehr reden, dass man so krass darauf fokussiert, dass andere Leute essen. Ja. So dieser, nicht nur der Food-Fokus auf sich selber, sondern dass sich das auch auf andere Leute bezieht, finde ich auch super schwierig. Voll. Weil der Punkt ja auch irgendwie ist,
so, jeder hat ein anderes Essverhalten, ja. Jeder braucht anders, anders viel. Und klar, die eine mag vielleicht voll gerne immer oft Pizza essen und die andere mag gerne gesund. Aber du kannst nicht von deinem, was du magst, darauf schließen, was andere Leute mögen. Das finde ich einfach super schwierig. Das ist super schwierig. Und das ist ja eigentlich auch so eine Sache von... das ist ja eigentlich auch so eine Sache von Food-Fokus, wenn du so darauf achtest, was andere essen, weil dann bist du ja wieder im Kopf die ganze Zeit nur mit Essen beschäftigt. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, Und halt auch dann so kommentieren. Ja. So, 10, ja. Ja. Schon wieder ein Käsebrot. Ja, ist so. Ist auch wieder ein bisschen. Dafür schaut mein Video anders. Ja, nein, dann bist du den Insider hier mit dem Käsebrot. Das war ein ganz guter Talk hier. Also. Ihr könnt ja mal eure Do's und Don'ts in die Kommentare schreiben. Ich glaube, deine Kamera ist zu warm geworden. Die ist gerade dunkel geworden. Ne? Ich war gerade so, ich zeige euch gleich noch unsere Bowls. Falls die Kamera bis da nicht ausgegangen ist. Noch einmal die Bowls abfilmen. Ich habe, wie hieß die Granola Bowl einfach, oder? Und deine Berry Bowl. Berry Bowl. Yes. Schmeißt voll schön aus. Finde ich schon. Guten Appetit. Danke.